Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir gucken uns die Orte nochmal an, in denen wir waren, um herauszufinden, ob wir noch Missionchen sind. Straße zum Haus Morlock. Ich glaube, das ist nicht das, wo wir... Nee, hier ist auch nichts. Dann gehen wir noch in die Oberstadt. Mittlerweile kenne ich die Dörfer auch in- und auswendig, wo ich hin muss. Hallo. So, die Minen, genau. Hier ist aber nichts. Also, keiner will was. Dann ist Kammbruch abgeschlossen. Kammbruch, da oben. Mist, ich hab da ein bisschen verkackt. Okay, so. Dann, ja. Alfens Gebiet. Jetzt Quell. Ah, schön. Ah, ich liebe diese Musik. Ach, das ist die mit dem Ei, ne? Hello there. Ich bin Kaya, das Mädchen mit dem Drachenei. Hat mir wirklich sehr geholfen. Ich bin in dieses Dorf gekommen, um nach Lavastein zu suchen, damit ich das Ei ausbrüten kann. Nur, das Drachenei wurde gestohlen. Der Dieb sagte, ich soll ihn in einer Höhle außerhalb des Dorfes ausruhen, wenn ich es zurückhaben will. Das klingt nicht gerade sicher. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Okay, dir helfe ich auf jeden Fall. Hallo? 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 Keine Ahnung. Hallo? Mann. Immer hängen bleiben. Ich bin halt hängen geblieben. Sorry, kann ich nichts für. Tut mir leid. Komm mir nicht zu nahe. Ich mache es ernst. Ich wurde bei einem Handel betrogen und habe jetzt kein bisschen Geld mehr. Daher werde ich mich jetzt von dieser Klippe stürzen. Ich bin es nicht wert, als Händler beschädigt zu werden. Es ist alles vorbei. Es sei denn, eine einmalige Gelegenheit würde mir plötzlich in den Schoß fallen. Ich sag dir, ihr sollt mir nicht zu nahe kommen. Der Gelee-Peno? Das hört sich irgendwie pervers an. Wenn das N ein D wäre, no. Wäre selber seltsam. Komm mir nicht zu nah. Lass mich einfach in Ruhe. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Doch, das hast du immer. Was sagt ihr da? Eine einmalige Gelegenheit? Das würde ich mir gerne anhören. Ach, dieses Gelee-Peno-Gemüse. Ah, wärmt den Magen und vertreibt die Kälte. Die Menschen im eisigen Norden sind geradezu verrückt danach, sagt ihr? Ist das möglich? Wenn ja, dann ist es jetzt der falsche Augenblick, um von der Klippe zu springen. Endlich habe ich mal Glück. Ich werde so viele Gelee-Penos kaufen, wie man bekommen kann. Ich werde alles, was ich noch habe, auf diesen Plan setzen. Ich danke euch! Habe ich gern gemacht. Marmeladchen. Ja, Marmelade können wir gut gebrauchen. Jetzt noch nicht. Aber später. So. Unglückliche Mutter. Vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit im Groll verlassen. Sagte, er wollte ein Ritter werden. Stellt euch das vor. Natürlich habe ich ihm gesagt, was ich davon halte. Ich sagte ihm auch, dass er ein feiger Esel sei, der so ist sowieso nicht zu bringen würde. Wow, das ist ja auch super toll. Toll, du Doofe. Um ehrlich zu sein, bedauere ich das jetzt. Ah. Es war falsch und ich möchte nur noch, dass mein Sohn wieder nach Hause kommt. Aber der richtige Zeitpunkt dafür ist wohl verstrichen. Und jetzt muss ich die Suppe, die ich mir eingebrockt habe, auch selbst auslöffeln. Der missratene Sohn. Ja. Und jetzt? Achso, ich kann da nichts machen mit. Okay. Gut, wir werden mal ganz kurz ins Gasthäuschen gehen. Ins Gasthäuschen. Und die Truppe ändern, weil das ist eigentlich mein... Ja... Fiorin muss mit. Das ist, den will ich dabei haben. Ja, ich nehme mal... Das, ich mach mal so. Ja, die bleiben dann erstmal hier, die mit 41 Level. Aber wir können einen ja mitnehmen.
Warte, Therion? Wenigstens einen mitnehmen. Okay, Tressa oder Harnett? Muss raus. Tressa oder Harnett? Tressa oder Harnett? Tressa oder Harnett? Mann! Tressa oder Harnett? Tressa oder Harnett? Tressa ist... Was macht sie? Harnett ist halt cool wegen ihrer Attack und Crit. Ihr Crit ist halt heftig geworden. Sie ist... Was ist sie eigentlich? Tänzer und... Ja, ich nehm Harnett mal mit. Machen wir mal so. Und dann gehen wir in diese Höhle, von der Kaya gesprochen hat. Ach, da sind wir geheilt? Ja, Therion mit seinen FP, das können wir auch ohne regeln. Also er kann sich halt einfach FP holen. Mit seiner Attacke. Okay, in die Höhle vor dem Dorf. Da gibt's nur eine Höhle und die ist da oben. Let us begin. Ganz ehrlich, ich würde mir die sogar, glaube ich, mal versuchen zu fangen. So, also den Typen hier, den großen. Boah. Was kannst du? Doppelelementarer Pfeiltanz, Stärke 7. Also wir haben halt... Ich habe, glaube ich, auch offscreen ein paar Bestien gefangen. Genau, Etin, Totbaumwesen und Kartikeya. Regenbogenblitz auf alle. Blendender Schuss. Doppelstich. Also wir hätten noch einen Platz frei, ne? Wir hätten noch einen Platz frei. So. Ja, du machst einfach einen Angriff mit deiner geilen Goldaxt. Ja, schön. Und du machst hier einfach ein paar FP. Naja. Aber du bist geheilt. So. Ja, keine Ahnung. Oh, scheiße, der ist schon tot. Wow. The show is over. Wow, das Hybrid ist bald wieder Level Up. Okay. Ja, okay, ich dachte nicht, dass die so schwach sind. Kann ich da... Oh, wie komme ich denn zu dem Typen da? Ah, hier hinten rum. Ach, Mann. Ach so. Hä, sind neue Gegner? Ich bin ready. Ah, Stufe 2, ja, okay, aber die können eh nichts, also ciao. Bist du der Typ? Oh. Ja, natürlich. Okay, das muss ich mir mal aufschreiben. Erzquell? Das ist Erzquell, ne? Erzquell außerhalb. 3% Runenbeil. Ich werde, wenn ich das jetzt versuche, ich glaube, euer Ruf in dieser Stadt wird sich verschlechtern, genau. Kann ich mit dir reden? Geheimnisvoller Ritter. Okay. Drachenlied Gotteshaus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten. Level 50er Dungeon. Aber Kaya sagte, wir sollten hier hinkommen. Ah, wir müssen mit ihr hier hinkommen, ne? Sie muss mitkommen, ne? Stimmt. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir... Ich muss sie ja mitnehmen.
Ja, Primrose möchte ich dann nicht verschwenden für, weil ich möchte ihren Opa da behalten. Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Da muss Ophelia halt mit, ne? Gegen Primrose. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dann hat sie halt mit. Ja, sie kann ja auch healen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht in dem Dungeon. Ich würde am liebsten eigentlich auch noch Alfred mitnehmen, weil der halt so ultimativ tankt. Schwierig. Ne, ich lass es. Okay, Ophelia, du führst mal hier die Lady. Haben. Okay, sie muss nicht mit. Dann hätten wir da drin bleiben können. Mist. Weil ich kann das Mädchen ja jetzt nicht verführen. Also, hallo? Ich glaube sowieso nicht, dass das geht. Ja, ihr nervigen Viecher. Ihr könnt eh nichts. Out of my way. Stimmt, wir hätten uns heilen können. Was seid ihr denn für Viecher? Die habe ich ja noch nie gesehen. Grausiger Jungvogel. Was bist du denn da oben? Riesenadler. Hast du einen Speer? Nee. Die möchte ich irgendwie gern besiegen. Ignis are dead. Oh. What next? Ja, wow. Du machst jetzt erstmal Wunden heilen. Alter. Wo kannst du den fangen? Bringt er was? Windhieb, naja. Was immer? Ah, jetzt. Nice. Start doch schon. So, Cyrus ist Level Up. Krass. Ja, dann probieren wir mal das Drachenlied Gotteshaus. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Das wird keine gute Idee gewesen sein. Oh Mann, ich will unbedingt speichern. Ich muss speichern. Ich kann das nicht. Das ist... Das wird trotzdem ein bisschen schwer, würde ich sagen. Ich meine, Level 50er Dungeon. Ich meine, wir haben zwar Cyrus und Ophelia, aber trotzdem. Oh. Das sind dieselben Gegner wie in dem einen Dungeon. Nur die sind halt... Ist das Feuer? Ja, ne? Das heißt, die werden Eisschwäche haben. Das ist natürlich sehr gut. Und die werden natürlich werden die Dolchschwäche haben. Ja, dachte ich mir doch schon. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, die machen ein bisschen Damage. Ja. Ja. Und jetzt macht Cyrus gleich die weg. Was kannst du machen? Du kannst nicht sehr viel. Du kannst Wunden heilen, ja. Ja, übergesund regelt. Ja, doch mit Boost. Glacius Claudair. Wir haben keine Eisschwäche. Ach, das stimmt, die haben Bogenschwäche, lol. Ja, mach mal so ein. Ja, wenigstens einer gebrochen. I appreciate it, really. Ja, tschüss. Ciao.
coming, if thou darest. Axt. The hunt ends. Nice. I need level up. Ach so, da bist du ja, ne? Wie heißt du denn? Neugieriger Kleriker. Aha. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ciao. Alter, was für ein geiler Ort das hier bitte ist. Guck mal nach unten auch. Das ist einfach so eine Brücke, so ein Turm. In der Schlucht gebaut, mit so einem Altar. Das sieht mega geil aus. I've done my research on you. Muss ich die bekämpfen? Bitte nicht. Ja, Gott. Die sahen irgendwie krass aus. Bist du gekommen, um dir dein Ei zurückzuholen? ja. Nehehehe. Der ist zu stark. Ich müsste meine Natter dafür verwenden. Hätte ich Ulbrich mitnehmen müssen, um den zu bekämpfen? Standest thou against me? Then be hunting. Hätte ich Ulbrich mitnehmen müssen? Weil Ulbrich ist halt für so 1 versus 1 ist er halt besser geeignet. Heiliger Langbogen, okay. Warte, er hat ja auch einen Bogen. Guck mal, was der kann. Ah, okay. Ah, den haben wir schon, okay. Haben wir schon mal bekommen. Ich kann das nicht mit Harnit machen. Harnit ist nicht dafür geeignet. Der ist Stufe 8, ne? Ulbrich kriegt den Easy Down. Aber ich weiß nicht, was für ein Level der hat. Da müssen wir es mit Harnit machen, aber. Was? What next? Was zum Henker? Licht Revenant? Wir haben halt den Mutantenpilz, den Gargantua-Keiler, Ophidian. Ich müsste den mit den zwei Wesen komplett down bekommen. Aber das, das schafft die nicht. Kann ich den fangen? Was kann er denn? Sonnenuhr auf alle. Alles klar. Stärke 10. Mondlicht, Alter. Okay. Keine. Alter, was hat er denn für Schwächen? Okay, hast du eine. Komm, du hast eine Lichtschwäche auch, oder? Nee. Ich weiß nicht. Axt. Hey, da hat er keine Axtschwäche. Bogen. Ah, endlich mal. Meine Güte. Ja, moin. Komm, mach mal direkt ultimative Heilung. Okay, dann hast du auch Schwert wahrscheinlich. Du, warte. Stärke des physischen Angriffes. Ja, komm, moin. Ciao, runter. Warte mal, hier. Tenebar, obwohl wir können auch das machen. Warum ist das immer vorbei? Ja, übertakten. Ciao. Ja gut, wenn man nicht so viel Damage. Ja.
Was kommt nach Bogen? Stab, ne? Der wird 100% wird eine Stabschwäche haben. Einfach mal 10.000 Damage. Okay, der ist schon rot. Komm, mal eine Analyse. Schwert, naja. Hunt. 3%, Alter. Komm, probieren's mal. Schade. Wir haben's probiert. Ja, der hat eine Stabschwäche, ja, ja. Er ist aber nicht tot. Mist. Das ist jetzt nicht so gut. Körperrüstung. Ja, natürlich. Ja, komm, wir hauen noch mal hier. Ja. Ich wollte sicher sein, dass er down geht. Krass, so ein Miniboss einfach, ne? Geht's da noch rein? Nee. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... Okay, das Drachenlied Gotteshaus haben wir auch abgeschlossen. Wir müssen Albrecht holen. Wenn das nur mit Hane geht, dann ist... Dann können wir das noch nicht machen. Weil... Für Hane, da brauche ich... So diesen Red King oder... Red Lord oder wie heißt diese höhere Stufe noch? Das müssen wir so machen. Weil, wenn Ulbricht das nicht jetzt machen kann, dann geht's nicht. Kann ich nicht machen. Nicht machen. Der wäre einfach. Das wäre einfach zu krass. Das Problem ist, du kannst halt nur mit deinen Bestien angreifen. Ich verstehe nicht, warum sie ihre Waffe nicht nutzen kann. Alter, was, warum können wir denn so lange laufen? Hallo? Es kommt kurz vor dem Ding ein. Ja. Zeit. Come on, I've got better things to do. Sag ich doch. I'll do my best. Ciao. Wir hätten uns auch heilen sollen. Aber egal. Dragon Song. Gotteshaus. Keine Ahnung. Hey, Opa. Ah, wir können ihn herausfordern. Der wird wahrscheinlich auch die Dreier-Techniken drauf haben. Hat aber Schwertschwäche, nice. Ja. Schwarze Magie, aha. Hügel. Okay, aber. Nochmal Aua. So. Hast du eine ne Dolchschwäche? Komm bitte. Ja, nice. Das ist super. Macht zwar nicht so ultimativ viel Damage, aber ist schon gut. Das heißt, wir können nämlich mit Dolchen einfach arbeiten, weil das ist halt mega gut. Machen wir mal einen GP-Dieb. Nice. Aua. Ich würde mich jetzt boosten. Drei Runden. Brechen. Und dann Brandsonne. Ciao. Das macht einfach 10.000 Damage mehr, ne? Aber ihr seht, ne? Albrecht ist heftig. Mir gleich, wir können ja mal als die Sei aufzugeben.
Hilfe! Nice. Damit haben wir den Dungeon auch abgeschlossen. So, ihr habt eh Schwarzbild gerade. Nee, jetzt nicht mehr. Ich muss kurz wieder zeichnen. Und zwar auf der Map. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und dann setze ich... Das war der Dungeon da, ne? Stimmt, wir haben zwei Dungeons gemacht, ne? Ja, stimmt, wir haben den da gemacht und den da unten. Das ist der Dungeon, wo wir gerade drin waren, Level 50. Genau, den streiche ich mal einfach. Speichern. Ja, speichere das als irgendeine Datei, keine Ahnung. So. Weil ich will halt alles machen. Deswegen muss ich mir mit so einer Map halt immer helfen. Moment, hü, stopp. Hier, der war hier, hier, hier. Kaya, hier, dein Ei. Hier, gönn dir. Oh. Oh, ihr seid wieder da. Ah, mein Drachenei. Tausend Dank, ich weiß nicht, was ich hätte tun sollen, wenn ich es verloren hätte. Die Drachendame hat es mir anvertraut. Es ist meine Pflicht, bis zum Schlüpfen darauf aufzupassen. Jetzt muss ich es nur noch mit diesem Lavastein wärmen. Oh? Hat sich das Ei gerade bewegt? Das kann keine Einbildung gewesen sein. Es hat sich bewegt. Das heißt, es wird bald schlüpfen. Aber wenn ich es zurück ins Dorf bringe, werden nur weitere Banditen davon erfahren und versuchen, es zu stehlen. Es ist ganz klar, was ich zu tun habe. Ich werde den Drachen heimlich aufziehen müssen, fernab von neugierigen Blicken. Ihr habt viel für mich getan, aber jetzt bin ich gefordert, ich ganz alleine. Immerhin werde ich bald die Drachenmutter sein. Daenerys? Bist du's? Vielen Dank für alles, lebt wohl! Ach du Scheiße, ganz fernab von allem. Oh Gott. Gewand der Drachenprinzessin. Oh, Alter, ist das episch. Das ist mega episch, sorry, aber... Gewand der Drachenprinzessin. Da. Wow. Das ist doch was für Hand. Kritisch. Gut, dass wir das mit Ulrich machen konnten. Sehr schön. Aber Ulrich muss jetzt auch wirklich wieder, ich hole jetzt mal Alfen mit, weil, ja... Handelt ist ja schon Level Up. Ausrüstung. Die gute Harnet, da ist sie. Was hast du denn gerade? Oh, du hast was Krasses, ne? Das passt dir gar nicht jetzt. Nee, das ist zwar geil wegen deinem Crit, aber du verlierst sehr, sehr viel Verteidigung. Oh, Mann. Oh, das geht nicht. Ist zwar sehr, sehr schön, das Ding, aber ich werde es auf jeden Fall nicht verkaufen. So, damit sind wir hier ungefähr durch und wir können zu Ulrich City. Aber wir haben einfach mal einen Level 50er Dungeon abgeschlossen. Das ist auch krass. So, da ist schon jemand. Hello there. Diener, ich bin eine Dienerin von Herrn Cervantes. Leider stand dem Fürsten den Sinn danach, sein Heim zu verlassen und auf die Suche nach Abenteuern zu gehen. Er schwafelte irgendeinen Unsinn, so etwas wie ein Auserwählter zu sein, und verschwand dann in der Rüstungskammer der Familie. Ich wünschte, jemand würde ihn begleiten und auf ihn aufpassen. Das Leben als Abenteurer. Wo ist denn diese Rüstungskammer? Wo ist das irgendein Dungeon? Ruinenzuflucht? Schrein der Kriegsbeeger. Ja, nein. Nein, da möchte ich nicht rein. Was ist hier in den... Das hier? Nee. Gärten des Anwesens. Hier kann ich noch nicht weiter, ne? Nee.
voll an den Popschutz gekommen. Aber hier ist sonst nichts, ne? Nö. Ah, hier geht's noch weiter. Stimmt. Ah, das ist auch Stromfurcht. Stimmt. Hier muss man auch aufpassen. Hier, das kostet ja 30.000, wenn man hier was verkackt mit dem Laien. Oh, Meryl! Die kennen wir doch. So treffen wir uns wieder. Der Brief meiner Mutter wurde bis zu meinem Dorf den Fluss heruntergetrieben. Oh, hello. Ich reise nun flussaufwärts, um eine Frau zu suchen, die behauptet, meine Mutter zu sein. Aber ich habe nur wenige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Meryl vermisst, dann gefunden. Hm. Wenige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Da muss man in irgendeins dieser Häuser rein, ne? Ach, sie ist das, ne? Meryl, es tut mir so leid. Aha. Dann muss ich sie wahrscheinlich führen. Das passt uns gerade, weil wir Ophelia dabei haben. Perfekt. Und so können wir diese Quest auch abschließen. Nice. Mutter, bist du das? Komm näher. Ah, meine Meryl. Du bist es. Als ich dich zuletzt sah, warst du noch ein Säugling. Aber diese wunderschönen Augen werde ich nie vergessen. Mutter! Es tut mir so leid, mein süßer Schatz. Ich habe von dem Krieg gehört und davon, was unserer Familie zugestoßen ist. Ah, der Krieg. Was für eine schreckliche Sache. Er hat uns zerstört. Die Sieger haben uns nicht vergeben. Sie haben geschworen, uns alle zu töten. Daher brachte ich dich in ein fernes Dorf, damit du verschont bleibst. Auch ich floh und versteckte mich vor meinen Verfolgern. Ich wollte dich wiedersehen, aber mit welchem Recht? Ich habe dich nie vergessen, mein Schatz. Ich habe immer auf den Fluss geschaut und mich gefragt, ob du glücklich bist. Mutter, ich war glücklich. Meine Eltern sind gute Menschen und ich bin mit vielen Freunden gesegnet. Ach, Meryl, welche Freude, das zu hören. Bitte, versprich mir, immer glücklich zu sein. Das werde ich, Mutter, das werde ich. Mutter? Sie ist gestorben, ne? Ja. Ihr wart so gut zu mir. Den Göttern und euch verdanke ich, meine Mutter ein letztes Mal gesehen haben, bevor sie starb. Ja. Alter. Alter Schwede, was... Jetzt werde ich nach Hause zu meinem Dorf gehen. Ich habe meiner Mutter versprochen, glücklich zu sein, und das werde ich auch. Alter Schwede. 11.000 Adelsrüstung widerstandslos. Heftig. Vor lauter Freude gestorben. Krass. Na, hier können wir noch nicht rein. Ja, dann sind wir auch in Stromfurt durch. Stimmt, haben wir Erzquell, konnten wir noch nicht abschließen. Stromfurt haben wir... Da ist noch eine Mission gewesen, ne? Die konnten wir noch nicht machen. Dann gehen wir nach hier, Heiligenbrück. Schon sehr heftig. Boah. Hier unten ist nix. Aber ich muss die Folge auch beenden, ne? Jo, jo, jo. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.